So, hello und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Food Unboxing. Diesmal habe ich, wie es schon zu sehen ist, von Brand Mini Zwieback mit Kokos. So sollen die dann aussehen auf der Verpackung, naja. Aber ich mag Kokos ungeheuer gern und deswegen habe ich mir nicht das erste Mal zugegebenermaßen oder zugegebenerweise diesen Brand Mini Zwieback Kokos geholt. Und auf der Rückseite schon probiert. Brand Mini Zwiebäcke sind die idealen Snacks für unterwegs und zwischendurch. Probieren Sie doch auch unsere anderen Sorten. Die anderen Sorten sind klassische oder Klassik. Die ganz normalen Zwiebacks, die man kennt. Dann die Zwiebacks mit Schoko und dann noch Schokomüsli. Hier nochmal der bunte Teller der ganzen Sorten, die es in diesem Mini-Format gibt. Ich mag Kokos am liebsten und deswegen werde ich jetzt mal zur Schere greifen. Da ich das nachher wieder verschließen will, öffne ich das mal auf diese wunderschöne Art und Weise. So sieht das dann aus. Wenn man reinguckt, holen wir uns mal einen raus und der sieht so aus. Gucken, ob wir den Fokus noch mit der Kamera gefilmt wird. Übrigens mit einer Canon Legria HFR 46, falls da Fragen sind. Nagelneuer Camcorder. Ja, so sieht der Zwieback jetzt vom Nahen aus. Schön fokussiert jetzt von der Kamera in Full HD. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich bin jetzt mit dem Keks, ja, vielleicht 4, 5 cm von der Kamera selbst entfernt. Und ja, alles, was ihr da drauf seht, ist dieser Kokoskram. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, mal gucken, inwieweit man das mit einem Messer schneiden kann. Okay, also es ist auf jeden Fall Zucker. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Wenn ich jetzt richtig drücke, gibt es hier Schweinkram. Ich versuche das mal halbwegs. So. Und die Meerschweinchen denken, sie kriegen was zu fressen. Ist aber nicht so. Oder sieht dieses andere Stück. Ja, das sieht ein bisschen besser aus, um das mal zu zeigen. Unten der ganz normale Zwieback und obendrauf gepinselt so eine Kokoszuckermatte. Sieht auch noch angesenkt aus. Also flambiert nennt man das, glaube ich. Ich bin da kein Experte, was jetzt Küche angeht. So, so sieht das Ganze von innen aus. Ist also normaler Zwieback mit Kokoszucker obendrauf und ich werde das Ganze jetzt mal probieren. Und ja, es knackt sehr. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und es wird ja auch geworben, der ideale Snack für unterwegs. Wo stand das? Da habe ich ja vorgelesen. Die idealen Snacks für unterwegs. Dem kann ich zustimmen. Also auf jeden Fall Kokos-Mini-Zwieback schmeckt sehr, sehr lecker. Und ja, klar, natürlich viel Zucker drin. Wer will, kann sich ja hier mal die Dings durchgucken. In Full HD müsste man das auch lesen können. Müsste ich das nicht alles vorlesen. Und Kohlenhydrate davon Zucker sind 70 Gramm pro 100 und pro Zwieback sind 4,3 Gramm. Naja, alles im Rahmen des Verträglichen. Und man soll sie auch essen können, natürlich üblicherweise, wenn man hier diese Magen-Darm-Probleme hat, Magenschmerzen hat, wenn man üblicherweise Zwieback isst. Und ich werde jetzt auch noch den hier futtern. Und die restlichen nehme ich mir natürlich mit auf die Couch, um das heute Abend genießen zu können. Das war es jetzt von meinem Video. Brand Mini Zwieback mit Kokosgeschmack. Lecker, lecker, lecker. Kann ich jedem nur empfehlen, der sonst normale Zwieback nicht mag. Der wird diese besondere Sorte lieben. Und guckt auch in meine anderen Food Unboxing Videos. Würde mich sehr freuen. Hinterlasst Kommentare. Und ja, damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.